Marie-Christine ist erst 13 Jahre alt und trotzdem engagiert sie sich neben ihrer Schulzeit ehrenamtlich in einem Pflegezentrum in Mehring. Sie ist eine aus insgesamt 30 Schulen, die sich in Augsburg an dem Projekt Change In beteiligen. Dafür opfert sie gerne viel Freizeit, insgesamt 40 Stunden innerhalb von 3 Monaten. Durch die Schule wurde es uns angeboten und dann hat man halt sich überlegt, ja, es könnte ja ganz spannend sein. Und bevor ich dann die ganze Zeit zu Hause vorm Computer sitze oder vorm Fernseher und mich langweile, gehe ich halt lieber hier hin und habe meinen Spaß mit den Menschen. Ja. Und Spaß macht es wirklich? Ja, also es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, schon wieder dahin, sondern eigentlich so, ja, kann man wieder was Neues machen. Also es ist immer recht lustig. Anna Dietrich ist Rentnerin und lebt im Pflegeheim. Dass sich junge Menschen wie Marie-Christine freiwillig zu sozialen Diensten melden, freut auch sie ganz besonders. Wir verstehen uns und ich akzeptiere sie. Ich habe das Alter und das freut mich dann, wenn Junge auch noch auf einen zukommen, ja, und auch mit einem sprechen. Begleitet werden die Schüler immer bei ihren Projekten von einem Mentor. Insgesamt sind es 50. Auch sie sind Freiwillige. Wie Lothar Beiersdorfer. Er unterstützt die Jugendlichen gerne bei der Arbeit. Auch er ist begeistert davon, dass sich Jugendliche freiwillig engagieren. Neben all dem, was heute die Schülerinnen und Schüler neben der Schule schon alles haben, finde ich es eine ganz tolle Sache. Und wir Mentoren, wir sind bei Change In etwa 60 Mentorinnen und Mentoren, wir unterstützen sie dabei. Im Pflegezentrum freut man sich über das Interesse an der Arbeit und vor allem natürlich über die Unterstützung durch die Jugendlichen. Es kommt gut an, die freuen sich immer, wenn die Jungen da Schwung mit reinbringen. Also ich habe das Gefühl, Das gibt jedem was, also sowohl uns als auch den alten Menschen und den Jugendlichen auch. Also ich glaube, das ist eine runde Sache. Übrigens kann sich jeder über die rund 100 möglichen Freiwilligendienste informieren. Im Freiwilligenzentrum in der Augsburger Innenstadt. Damit kann man nicht nur Menschen wie Frau Dietrich, sondern auch vielen anderen in und um Augsburg helfen.